Ja, hallo und herzlich willkommen zum zweiten interessanten Vortrag heute hier auf Bühne 3. Es geht um den Bielefeld GeoClient. Der Bielefelder Open Source WebGIS Client wird uns jetzt vorgestellt von Marcel Tesch. Und ich will auch nicht lange um den heißen Brei herumreden. Wenn Sie Fragen haben, wie immer in den Fragen-Tab stellen. Das Ganze dauert jetzt ungefähr 40 Minuten. Das ist quasi ein kleiner Praxisbericht. Und von daher bleibt mir jetzt Ihnen nur noch viel Spaß zu wünschen und ich bin gespannt, was uns jetzt erwartet. Bitte schön. Ja, moin zusammen. Ich freue mich, Sie heute hier begrüßen zu dürfen und Ihnen den Bielefeld GeoClient vorstellen zu dürfen, also den neuen Bielefelder Open Source WebGIS Client. Mein Name ist Marcel Tesch und ich arbeite im Geodatenmanagement bei der Stadt Bielefeld. Ja, kurz zur Agenda, was haben wir heute vor? Ich starte so ein bisschen mit der Historie, wie hat sich der Client entwickelt? Dann kommt ein größerer Live-Block mit Funktionalitäten. Und am Ende dann eben noch die technischen Komponenten, welche Frameworks werden eingesetzt. Zum Thema Nachnutzung werde ich ein paar Worte sagen und wo wollen wir mit dem Client hin, welche Ziele haben wir? Ja, 2001 wurde der erste WebGIS-Client bei der Stadt Bielefeld eingeführt. Das war damals der Mapbender in der Version 1.4. Dem Mapbender sind wir lange treu geblieben. Sie sehen hier auf dem Zeitstrahl mehrere Versionen. 2011 wurde der Mapbender 2.7 eingeführt. In 2014 begann man sich Gedanken zu machen über einen neuen Stadtplan. Sie fragen sich jetzt, was hat das damit zu tun? Aber im Nachhinein hat sich das als Geburtsstunde des heutigen Bielefeld GeoClients gezeigt. Damals wollte man eben weg von einer redundanten Datenhaltung, die damals noch mit DigiSys vorhanden war. Man wollte eben die ALKes und die OSM-Daten nutzen, um die Daten nicht immer separat erfassen zu müssen. Ja, dadurch ist dann im Grunde erstmal ein leichter Webviewer entstanden für den Stadtplandienst Bielefeld, also für die Bielefeld-Karte. Und ja, 2016 gab es dann mehrere Funktionserweiterungen für diesen Webviewer und hauptsächlich aber Anpassungen des Kartenstylings für den gedruckten Stadtplan, der dann in 2017 erscheinen sollte. Zeitgleich hat man sich auch schon nach alternativer WebGIS-Software umgeschaut. Der Mapbender 2.7 war einfach in die Jahre gekommen. Er war nicht responsive. Die Funktionalität des Feature-Infos oder auch die Navigation war veraltet. Man musste immer noch separate Buttons klicken. Und genau, das war von der intuitiven Funktion eines Google Maps so weit entfernt, dass man gerne irgendwas Neues hätte. 2017 wurde dann der Online-Stadtplan veröffentlicht und auch noch in 2017 kam der Auftrag zum Ausbau des Viewers zu einem vollständigen GIS-Client. Dann gab es eine größere Phase der Weiterentwicklung und Testphase dieses Clients. In der Zeit wurden ALKes angebunden, also ALKes-Auskunft oder aber auch eine Benutzerverwaltung erstellt. In 2018 hat der Bielefeld GeoClient dann bereits im externen Bereich den Mapbänder abgelöst. Hier wurden die Online-Karten veröffentlicht. Hier können wir vielleicht einmal kurz draufklicken. Hier sind vorkonfiguriert, beispielsweise zum Thema Verkehr, Sicherheit, Planbauen oder Kultur, Freizeit, Tourismus, Apps zur Verfügung gestellt, die dann eben zu dem Thema entsprechende Daten enthalten. Ja, in 2020 hat dann Omniscale seine Geschäftsfelder verändert, sodass der bisherige Partner Omniscale die Software an Terrestris übergeben hat. Und seit 2020 ist eben die Terrestris GmbH unser Partner für die Weiterentwicklung des Clients. Ja, vor gut einem Jahr wurde dann auch der interne Teil des Mapbenders abgelöst bei der Stadt Bielefeld. Noch in der Version 2.7, der hat also 10 Jahre hier durchgehalten. Und durch den Bielefeld GeoClient wurde das ersetzt. Ja, dann auch in 2021 kam noch das Release auf GitHub, also die Open Source Stellung. Der Geoeditor wurde released. Dazu hat der Kollege Herr Löhrer letztes Jahr bereits einen Vortrag gehalten.
Die Dockerisierung wurde gestartet und es hat sich auch bereits ein erster Interessent für die Software gemeldet. So, dann kommen wir jetzt zu dem Live-Blog. Vielleicht ein paar Infos vorweg. Wir haben eine One-Page-Anwendung, die übersichtlich und intuitiv gestaltet ist. Sie ist endgeräteunabhängig. Ich kann also sowohl von einem Desktop-Rechner darauf zugreifen, als auch von einem Tablet oder einem Smartphone. Sie ist also responsive. Wir unterstützen alle gängigen Browser, auch noch den Internet Explorer, zum Leidwesen unseres Dienstleisters, da der einfach noch der Standardbrowser einer Stadtverwaltung ist. Es können diverse Apps konfiguriert werden, haben wir gerade schon gesehen, in den Online-Karten mit Plan, Bauen, Verkehr, Freizeit. Das sind Apps, die wir dort konfiguriert haben. Und wir unterstützen als Quellen sowohl WMTS, WMS, Tiled WMS, einen direkten Zugriff auf eine PostGIS-Datenbank und ein Bielefeld-GeoClient-eigenes Format Digitize. Darauf gehe ich aber später noch ein. So, dann starten wir vielleicht einmal im Geoportal und hier oben haben wir neben den Online-Karten auch noch die Möglichkeit, auf Login zu gehen, um auf anmeldepflichtige Dienste zuzugreifen. Ja, hier haben wir den Online-Kartendienst verknüpft. Normalerweise müsste ich mich jetzt erstmal einloggen. Da ich jetzt aber schon eingeloggt bin, bekomme ich direkt die Projektliste angezeigt, auf welche Projekte ich Zugriff habe. Und Geodaten intern ist so das Standardprojekt, worauf alle Mitarbeiter der Stadtverwaltung Zugriff haben. Ich starte das Ganze mal mit den Standardeinstellungen. Ja, vielleicht kurz erst hier, um auf die Buttons in der Karte einzugehen. Wir können natürlich das Menü öffnen oder schließen. Somit haben wir jetzt eine Fullscreen-Karte. Ich kann hier hineinzoomen oder auch hinauszoomen, kann mir meine Position bestimmen. Zurück zur Ausgangsposition, also die Standard-Karten-Funktionen. Und dann habe ich hier noch Werkzeuge. Also ich kann jetzt hier eine Koordinate in mehreren Koordinatensystemen abgreifen. Ich kann Strecken messen, ich kann Flächen messen. Oder aber auch Einstellungen speichern und laden. Darauf gehe ich gleich nochmal ein. Mein Passwort ändern und auch eine Hilfetour starten. Ja, die Hilfe empfehle ich immer allen Kollegen, sich die tatsächlich einmal durchzulesen. Die ist frei konfigurierbar. Das heißt, wir können hier für jedes Element im Grunde eine Hilfefunktion zur Verfügung stellen und eine Beschreibung. Hier beschreiben wir jetzt beispielsweise die Suche. Wenn ich jetzt aber auch mal weitergehe, dann sieht man, dass gleich die Hintergrundkarten beschrieben werden und dass sich dann eben dieses Tab von den Hintergrundkarten auch direkt mit öffnet. Also eine kontextbezogene Hilfe, wenn man so will. Ja, um vielleicht direkt bei den Hintergrundkarten zu bleiben, wir haben uns dazu entschieden, die Hintergrundkarten von den Themen und Inhalten zu trennen. Wir haben ja unterschiedliche Hintergrundkarten hinterlegt, einmal die Bielefeld-Karte in unterschiedlichen Farbausspielungen, die ABK, sowohl in Grau als auch in Farbe, als auch Luftbilder. Und dann gibt es noch die Möglichkeit zu sagen, keine Hintergrundkarte, das hat eben auch für einige Anwendungszwecke seine Vorteile. Dann haben wir hier die Themen und Inhalte. Hier haben wir standardmäßig konfiguriert diese drei Themen enthalten. Man kann die Themen aufklappen, wenn man hier diesen Pfeil sieht. Also das ist jetzt eine sogenannte Layer-Gruppe mit einzelnen Layern darunter. Ich kann sowohl das ganze Thema anklicken, als auch natürlich nur einzelne Layer davon aktivieren. Ich kann das ganze Thema auch rauslöschen, wenn ich das wollte. Hier ist ein Link zu den Metadaten hinterlegt. Und ich kann auch simpel per Drag and Drop die Themen verschieben. Ja, dann gehen wir doch mal vielleicht auf die Einstellungen ein. Ich hatte zu Beginn das Projekt mit Standardeinstellungen geladen und hatte dann gesagt, hier auf die Einstellungen gehen wir später ein. Das machen wir jetzt an der Stelle mal. Wir laden mal bestimmte Einstellungen. Ich habe hier die PostGIS 2022 einmal vorbereitet. Dann wird die aktuelle Kartenkonfiguration einmal überschrieben. Ja, und eben die Konfiguration aus den Einstellungen geladen. Da sind einmal enthalten natürlich die Themen und Inhalte, als auch die Hintergrundkarte, die Position, an der ich mich befunden habe, als ich das gespeichert habe, inklusive Zoom-Level. Und genau. Dann haben wir hier vielleicht einmal die Demografie. Dafür gehe ich einmal zurück auf die Ausgangsposition, klicke das einmal auf und ich sehe, hier wird jetzt irgendwie nur ein Layer aktiviert. Warum?
wird so ein bisschen klar, wenn man sich diese Layer ansieht. Das sind halt flächige Darstellungen. Wenn wir die jetzt übereinander liegend hätten, dann hätte das nicht die Aussagekraft, die es eigentlich hat, sodass wir uns dazu entschieden haben, hier einen Single Select einzurichten. Single Select bedeutet also, in dieser Layer-Gruppe kann immer nur genau ein Layer aktiv sein. Jetzt musste ich mal kurz das Licht wieder anmachen. Genau. Dann haben wir hier den ÖPNV-Layer. Hat auch noch eine kleine Besonderheit, da wir hier eine kleine Fahrplanauskunft dazu bekommen. Man kann jetzt per Klick in die Karte auf eine Haltestelle. Ja. Hier eine Haltestelle als Start oder als Ziel übernehmen. Wir übernehmen jetzt mal als Start. Und wir wollen jetzt mal zur Universität. Und übernehmen die Universität als Ziel. Hier haben sich jetzt zwei geöffnet. Ich kann vielleicht einmal näher rangehen, dass wir das ein bisschen konkreter haben. Hier gibt es nämlich zwei Haltestellen. Wir wollen jetzt zur Universität. Das übernehme ich als Ziel. Jetzt hat sich das da übernommen. Und ich könnte jetzt hier eine Verbindung suchen und werde jetzt auf ein Angebot vom Westfalen-Fahrplan verknüpft. Was ich hier noch machen kann, ist, ich sehe, die Linie 4 und die Linie 31 fahren hier. Wenn ich jetzt hier das anklicke, dann wird mir noch gehighlightet, von wo bis wo fährt denn die Bahn. Und dann sehe ich alles klar hier von Lohmannshof bis zum Hauptbahnhof. Das zum Thema ÖPNV. Dann haben wir hier die Wandertouren. Verhält sich im Grunde ähnlich. Es gibt hier auch ein Feature-Highlighting. Wenn ich hier draufklicke, dann sehe ich, dass an der Stelle der Wanderweg BZ5 und der Hermannsweg liegen. Und beide werden jetzt einmal gehighlightet. Dann kommen wir hier zu einer Funktion B-Plan hinzuladen oder Urkarten hinzuladen, die wir neu entwickelt haben. Das eignet sich besonders gut, um größere Rasterdatenbestände anzuzeigen. Wir fangen vielleicht hier mal mit den B-Plänen an. Sie sehen jetzt hier ganz viele Umringungsgeometrien von den Bielefelder Bebauungsplänen. Und wenn wir jetzt in eine Umringungsgeometrie hineinklicken, dann sehen wir auch erstmal ein Highlighting dieser Fläche und wir bekommen jetzt als Feature-Info einen Link angezeigt. Wenn wir diesen Link anklicken, dann wird uns der Bebauungsplan an dieser Stelle georeferenziert in die Karte hinzugeladen. Und jetzt könnte ich das eben beispielsweise auch wieder verschieben, wenn ich mir mal angucken möchte, wie sieht es denn heute aus und wie sah damals die Planung und der Bebauungsplan aus und könnte das entsprechend vergleichen oder ähnliches. Urkarten hinzuladen verhält sich im Grunde ähnlich. Ich bekomme auch Umringungsgeometrien angezeigt. Wenn ich reinklicke, wird die Fläche gehighlightet und ich bekomme einen Link angezeigt. Der Unterschied an der Stelle ist, dass keine Layer-Gruppe hinzugeladen wird, sondern nur ein einzelner Layer. Dann kommen wir zu den Bodenrichtwerten. Die Bodenrichtwerte sind insofern besonders, als dass für sie eine layerbasierte Suche eingerichtet ist. Was ist das jetzt? Wir haben hier oben eine Suche mit einer Standardsuche. Wir haben hier aber auch noch einen Such-Dropdown. Und wenn wir hier mal gucken, dann sind hier auch die Bodenrichtwertzonen enthalten. Und wenn ich eben Mitarbeiter des Gutachterausschusses oder ähnliches bin, der spezielle Bodenrichtwertzonen bearbeiten möchte, dann kann er eben hier zu einer speziellen Zone hinspringen. Ich sehe jetzt hier mal die 1840, die gebe ich jetzt mal ein. Und dann werde ich eben auf die Bodenrichtwertzone 1840 gezoomt. Die wird auch gehighlightet. Das Highlighting kann ich auch wegklicken, indem ich hineinklicke. Ich bekomme dann noch die Feature-Info angezeigt. Standardsuche können wir vielleicht noch kurz darauf eingehen. Wir haben hier eine Autovervollständigung drin. Wenn ich jetzt also noch Bebel 92 suche, dann finde ich jetzt auch die August-Bebel-Straße 92, sodass ich nicht die Straßen ausschreiben muss. Ich kann hier auch Koordinaten eingeben und auch das findet unser Suchdienst. Dann gibt es hier noch die sogenannte Katalogsuche, einmal Katalogsuche Flurstück und einmal Katalogsuche Adresse. Was ist das jetzt genau? Man könnte es auch als Schritt-für-Schritt-Suche bezeichnen. Und wenn ich das jetzt mit dem Flurstück ausgewählt habe, dann muss ich jetzt also erst eine Gemarkung auswählen, dann eine Flur dieser Gemarkung und eine Flurstücksnummer. Das Ganze auch mit Adresse. Ich muss erst den Anfangsbuchstaben einer Straße auswählen.
dann den Straßennamen und dann bekomme ich jetzt hier sämtliche Hausnummern zu dieser Straße angezeigt. Ist für den Überblick auch eine sinnvolle Funktion und kann jetzt mich auch so navigieren. Ja, dann hatte ich gesagt, die Bodenrichtwertzonen sind eine layerbasierte Suche. Das vielleicht noch als Info. Das wird nur angezeigt, solange auch das Thema drin ist. Wenn ich das Thema jetzt hinauslöschen würde, dann fliegt auch die Suche hier an der Stelle raus. So, dann gehen wir vielleicht nochmal zum technischen Drahthaus, an der Stelle, wo ich gerade die Präsentation aufzeichne. Wir haben hier noch die Alkes-Werkzeuge integriert. Die bedienen sich eines proprietären Dienstes von IP-Syscon, den wir hier integriert haben. Ist aber auch möglich, wenn Sie jetzt eine reine Open-Source-Lösung anstreben, dass Sie ja vielleicht über den PostNAS-Konverter und Norgis-Lösung hier einen Alkes-WMS aufsetzen, der zum Beispiel Flurstücksinformationen enthält. Wir haben das jetzt so gemacht, dass wir diesen IP-Syscon-Dienst haben. Wenn wir jetzt hier die Alkes-Auskunft aufrufen, dann bekommen wir jetzt eben so die Informationen zum Flurstück angezeigt per separatem Pop-up und unten sind dann auch die Eigentümer enthalten. Außerdem möglich eine amtliche Auskunft. Darüber könnten wir jetzt auch einen amtlichen Auszug aus dem Liegenschaftskataster erstellen. Das sparen wir uns an der Stelle mal. Ja, dann können wir vielleicht noch kurz hier auf die Legende eingehen. Hier werden natürlich immer die Legenden der gerade aktiven Themen angezeigt. Hier haben wir jetzt noch eine Funktion zum Drucken. Da. So, wir wählen mal die Seitengröße A3 aus. Wir sehen jetzt hier schon, wir haben eine Druckvorschau in der Karte bekommen. Diese Druckvorschau kann man simpel per Drag and Drop verschieben. Wir wählen jetzt mal das Hufeisen, also die Altstadt Bielefelds aus. Ich kann die Breite und Höhe jetzt noch manuell anpassen, lasse das an der Stelle jetzt aber. Maßstab könnte ich verändern. Und ich kann auch das Ausgabeformat anpassen. Wir lassen jetzt auf PDF. Dann kann ich jetzt noch optional sagen, ob ich ein Straßenverzeichnis haben möchte. Das möchte ich jetzt an der Stelle mal haben. Wir wollen 4x5 Gitterzellen. Ich sage Karte ausgeben. Jetzt läuft der Exportvorgang. Brauchen wir kurz Geduld. So, und sonst können wir das Dokument herunterladen. Und haben jetzt hier eben ein Map-PDF drin, das die Karte enthält. Und noch ein Index-PDF. Und das Index-PDF enthält natürlich das Straßenverzeichnis. Ja, dann gibt es noch die Möglichkeit eines Kontextmenüs, was individuell konfigurierbar ist. Wenn man hier per Rechtsklick in die Karte klickt, dann wird die aktuelle Koordinate, die aktuelle Klickkoordinate an ein JavaScript übergeben und es werden eben entsprechend hier diese Links konfiguriert, sodass ich positionsgenau beispielsweise nach OpenStreetMap abspringen kann. Oder aber auch zum Beispiel in unser 3D-Stadtmodell. Und dann kann ich mir jetzt den Jahnplatz einmal in 3D angucken. Oder auch das Hufeisen. Dann möchte ich vielleicht noch kurz auf den Link eingehen. Der Link ist so konfiguriert, dass es sich immer anpasst. Also wir haben einen Permalink. Es ist sowohl die aktuelle Position enthalten, als auch die aktiven Themen. Wenn ich jetzt nun hier die Demografie der Stadtbezirke vielleicht nochmal auswähle und vielleicht nochmal Alkes Light, hier sieht man jetzt vielleicht besser was als hiermit, dann kann ich diesen Link mir also nehmen, kann dem einen Kollegen übergeben, der kann den Link aufrufen und enthält eben, solange er die ganzen Berechtigungen hat, die ich auch habe, enthält er genau den Ausschnitt und genau die Themen, die ich in meinem Ausschnitt angezeigt bekommen habe. So, dann möchte ich Ihnen noch einige andere Sachen zeigen, die wir mit dem Permalink machen können. Da.
Genau, das ist im Grunde schon angesprochen. Die Position der Karte, die wird übergeben. Das befindet sich hinter dem Map-Parameter. Hier haben wir einmal das Zoom-Level und die Koordinate inklusive Koordinatensystem. Dann kann man aber auch eine B-Box hinterlegen. Wenn man jetzt den Fit-Parameter angibt, kann man hier B-Box angeben, auch mit Koordinatensystem. Und wir haben noch die Möglichkeit, Marker anzuzeigen. Das funktioniert mit dem URL-Parameter Marker. Und genau, dann kann man jetzt eben noch konfigurieren, welcher Schriftzug, welches Label soll angezeigt werden. Ich kann sagen, an welcher Koordinate soll das angezeigt werden, in welchem Koordinatensystem und soll herangezoomt werden oder nicht. Wenn wir jetzt das einmal anklicken, dann wird jetzt eben auf dem technischen Rathaus einmal Hello Foskis 2022 angezeigt. Ich kann jetzt also auch noch diesen Schriftzug formatieren. Also ich habe jetzt hier noch Zeilenumbrüche drin. Ich kann kursiv, unterstrichen oder fettgedruckt schreiben und das alles über die URL konfigurieren. Dann haben wir jetzt eben eine Koordinate gehabt. Ich kann aber auch sagen, ich möchte eine B-Box anzeigen. Das funktioniert so, auch mit dem Marker URL-Parameter. Label bleibt gleich, statt Koordinate wird jetzt eben eine B-Box übergeben. Wenn ich das anklicke, dann bekomme ich jetzt eine B-Box auf der Sparrenburg angezeigt. Ja, was auch funktioniert, ist ein Geocoding über die URL. Das war häufig gefordert, weil vielen Stellen eben keine Koordinaten vorliegen. Adressen sind aber immer vorhanden. Und dann wurde entschieden, okay, wir brauchen ein Geocoding, was auch über die URL ansprechbar ist. Das funktioniert jetzt so, dass wir den Geocode-Parameter haben, den wir angeben können. Term ist der Term, der georeferenziert wird, also Niederwall 23. Wir können hier wiederum ein Label angeben, können sagen, soll das gehighlightet werden oder nicht, also soll ein Marker angezeigt werden wieder. Das können wir jetzt an der Stelle einmal machen. Dann wurde jetzt also über die URL der Niederwall 23 abgegriffen, an den Suchdienst weitergegeben, georeferenziert die Koordinate und jetzt hier in der Anwendung angezeigt. Das Ganze funktioniert auch mit den anderen Suchkatalogen, die wir haben, sodass nicht nur Punkte zurückgegeben werden können. An der Stelle mit dem Postleitzahl-Suchkatalog ist beispielsweise auch eine flächenhafte Darstellung möglich. Ja, das Ganze ist natürlich irgendwie interessant, um es in anderen Anwendungen auch einzubinden, per iFrame beispielsweise. Da können wir vielleicht hier mal auf die Bielefelder Pflegeberatung gehen. Die haben unseren Client so als ja, leichte Viewer-Komponente konfiguriert hier eingebunden. Dann mobil hat die interaktive Netzauskunft eingebunden. Im Grunde haben wir es gerade schon gesehen. Ich kann hier also auswählen, was ich als Start und als Ziel übernehmen möchte und kann eben so meine Route planen. Oder aber auch unser Bauamt mit ihrem neuen Tetraeder-System für die Bauleitplanung. Hier sind beispielsweise alle Bebauungspläne hinterlegt. Wenn wir jetzt hier nochmal gucken, Wohnen an der Lohheide war eben der Plan, den wir schon mal aufgerufen hatten. Dann bekomme ich jetzt im System erstmal eine Anzeige des Plans, aber ich habe hier auch noch einen Absprungpunkt in unseren Client. Kann jetzt sagen, okay, das Verfahren im Stadtplan anzeigen und habe jetzt hier einmal eine Bebauungsplanübersicht, aber auch in Themen und Inhalten schon den Bebauungsplan Wohnen an der Lohheide integriert, den ich hier einfach dann aktivieren kann. Ja, dann Geoeditor hat der Kollege, wie gesagt, letztes Jahr vorgestellt. Hier noch einmal der Link zu dem YouTube-Video. Da geht es um eine Kommunikation mit Form Solutions. Wir haben den Geoeditor aber auch an anderer Stelle noch im Einsatz, und zwar zur kollaborativen Datenerfassung, beziehungsweise dafür soll er irgendwann in Einsatz kommen. Aktuell befindet er sich da noch so ein bisschen in der Testphase. Das zeige ich an der Stelle auch einmal. Wir nutzen jetzt hier einfach mal gerade den ersten Layer. Ich kann hier mehrere Layer konfigurieren. Wir nutzen jetzt, wie gesagt, den ersten, sagen einmal in Karte bearbeiten. Und dann sehe ich jetzt, okay, hier hat schon mal jemand irgendwas konfiguriert. Und ich kann jetzt eben die Daten bearbeiten, kann sie löschen, kann neue Daten hinzufügen.
Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es ein Demonstrationszug ist, dann könnte ich jetzt an der Stelle sagen, okay, vielleicht fängt hier nochmal einer am Rathausplatz an und geht einmal um das Hufeisen herum. Dann kann ich hier einfach entsprechende Geometrie klicken. Macht das jetzt nicht sonderlich genau. So, hört ihr vielleicht wieder auf, schließen. Dann könnte ich jetzt auch, wie das hier vielleicht gemacht wurde, Richtungspfeile, also die Verkehrszeichen als Richtungspfeile erfassen. Dazu kann ich einen Punkt angeben, kann hier sagen, okay, ich möchte ein Symbol. Dann nehme ich das Symbol, kann das entsprechend rotieren. Ja, wir gehen in eine andere Richtung, so. Zack, hier auch noch einen Punkt hin. Nochmal sagen, in die Richtung geht's. Ja, das Stoppschild, ja, das ist jetzt vielleicht für unseren Demonstrationszug ein bisschen an der falschen Stelle. Wir können aber trotzdem sagen, dass wir das bearbeiten wollen. Die Geometrie können wir an der Stelle ändern. Ich kann jetzt sagen, okay, dann ziehe das mal dahin, dann zählt das für beide und sage Speichern. Und diesen Layer kann ich jetzt eben auch in dem Client ganz normal einbinden. Hier gibt es das Thema Digitize Layers, unter dem das zu finden ist. Oder unter dem das gruppiert ist. Und das war der Pavel-Test. Und jetzt sehe ich, okay, Demonstrationszug 1 und hier ist noch der Demonstrationszug 2. Das könnte ich eben noch entsprechend beschriften und so dem Bürger relativ low-level diese Daten zur Verfügung stellen. Und auch ein Ordnungsamt wäre so relativ simpel in der Lage, Geoinformationen zu erfassen. Ja, dann gibt es noch die Möglichkeit des Clusterings. Auch noch eine ganz schöne Möglichkeit, das allerdings bei uns gerade produktiv nicht im Einsatz ist. Deswegen zeige ich Ihnen das auch einmal mit Testdaten. Das sind zwei PostGIS-Layer, die direkt auf die PostGIS-Datenbank zugreifen. Und wir haben jetzt hier aus OSM importiert Kneipen und Restaurants, die angezeigt werden. Die werden jetzt hier entsprechend geclustert. Wenn ich reingehe, dann verändern sich die Symbole. Sie sehen hier diese Zahlen drunter. Es werden hier also gerade 6 Restaurants und 2 Kneipen angezeigt. Ich kann auch draufklicken, dann zoomt er mich da heran. Und was ich noch machen kann, ist, ich kann jetzt hier auch nochmal einen Druck erstellen. Ich mache jetzt hier nochmal das Hufeisen, wieder in A3 2500 mit Straßenverzeichnis. Hier ist übrigens einmal konfiguriert, dass ich Nutzungsbedingungen zustimmen muss. Das ist halt auch konfigurierbar über die YAML-Datei, also über die Konfigurationsdatei für die App Test Clustering. Dann sage ich jetzt Nutzungsbedingungen zustimmen, weil sonst kann ich gar nicht die Karte ausgeben. So, und jetzt läuft der Exportvorgang. Was kriegen wir jetzt für ein Ergebnis? Es unterscheidet sich jetzt von dem vorherigen Druck insofern, als dass wir jetzt gleich auch die Kneipen und Restaurants dem Suchgitter zugeordnet bekommen. Sagen jetzt mal herunterladen. Gucken uns das nochmal an. Die Karte unterscheidet sich jetzt nicht großartig, außer dass wir jetzt natürlich die Kneipen und Restaurants hier an der Stelle integriert haben. So, aber wenn wir uns jetzt das Index-PDF angucken, dann sehen wir jetzt neben dem Straßenverzeichnis eben auch noch ein Verzeichnis der Restaurants und der Kneipen. Wenn wir uns jetzt mal eins aussuchen, keine Ahnung, 24 Glücksbilds C4, dann müssten wir jetzt in der Karte im Quadrat C4 die 24 finden. Da ist sie. Also an der Stelle befindet sich das Restaurant Glückspilz. Wir haben hier die Möglichkeit, Drittanwendungen zu verknüpfen. Wir sehen jetzt hier beispielhaft den WFS und den WMS-Downloader. Die werden einfach als Links zur Verfügung gestellt. Und der Bielefeld GeoClient kann halt trotzdem für diese Links Berechtigungen vergeben. Und wir können diese Anwendung dann eben nur berechtigten Nutzern zur Verfügung stellen. Das Ganze wird per iframe eingebunden. Jetzt sagen Sie, hey, per iframe, dann kann ich doch einfach den Link abgreifen. Ja, könnte man natürlich, aber an der Stelle haben wir noch ein separates Skript geschrieben, welches dann auch wiederum auf der Seite der Drittanwendung prüft, darf der zugreifende Nutzer hier zugreifen oder nicht. Wie funktioniert das Ganze? Das Ganze funktioniert hier mit so einem Security Token. Es wird also ein Token angefordert bei einer Anwendung und dieser wiederum wird der eingebundenen Anwendung übergeben. Dann prüft diese Anwendung, okay, hier wird mir ein Token übergeben, da hat der Nutzer Zugriff
Oder wird mir vielleicht gar kein Token übergeben, dann hat er definitiv keinen Zugriff. So, gehen wir mal zur Projektliste und hier kann man sagen, okay, ich möchte jetzt in den Administrationsbereich. Ich habe jetzt gerade von den Berechtigungen gesprochen und das kann man eben hier setzen. Wenn wir jetzt mal den WMS-Downloader intern beispielsweise betrachten, dann dürfen hier diese beiden Gruppen drauf zugreifen. Und ich kann jetzt hier auch simpel sagen, okay, die anderen Gruppen, die zur Verfügung stehen, da soll jetzt diese Gruppe auch noch drauf zugreifen können. Ja, hier vielleicht nochmal zur Benutzer- und Rechteverwaltung. Wie ist überhaupt das Prinzip? Ein Benutzer ist immer Gruppen zugeordnet und diese Gruppen steuern die Berechtigungen auf Layer oder aber auf Projekte. Ja, noch kurze Funktionalitäten. Wir können das Passwort zurücksetzen, wenn man das Passwort vergessen hat. Wir können Einstellungen speichern, hatte ich kurz gezeigt. Wir haben eine Feedback-Funktion. Und wenn Sie sich vielleicht gefragt haben, Zoom-Level, das war irgendwie so krumm, warum ist das so? Liegt einfach daran, wir haben uns da an dem ADV-Profil zum WMTS mit 72 dpi gehalten. Und ja, beispielsweise ein Zoom-Level 10 entspricht daher einem Maßstab von 13.542. Jetzt gucke ich einmal auf die Zeit. Wir haben, glaube ich, noch die Zeit, einmal das Beispiel zu konfigurieren. Dafür gehe ich jetzt einmal auf die Projekte und gehe in die App-Geodaten intern. Das kopieren wir uns jetzt einfach mal vollständig und fügen eine neue App hinzu. Die nennen wir jetzt mal Hello Foskis. Kopieren erstmal alles da rein. Ja, und jetzt kann man das eben anpassen. Wir können jetzt erstmal sagen, der Titel ist natürlich nicht Geodaten intern, sondern Hello Foskis. Und wir können jetzt entsprechende Sachen konfigurieren. Das Kontextmenü soll jetzt mal das externe Kontextmenü beispielsweise sein. Wir können hier nochmal ein entsprechendes Header-Logo konfigurieren. Das mache ich noch das Licht an. So, das Header-Logo habe ich auch vorbereitet. Können wir hier jetzt einmal reinkopieren. So, jetzt kann ich hier eben noch einen Link angeben. Gehen wir jetzt einfach mal auf foskis.de. Ja, ich kann den Feedback-Button konfigurieren. Da schreibe ich jetzt vielleicht auch mal einmal Hello Foskis rein. Sehr kreativ. Ja, den Home-Button, den könnte ich beispielsweise auch wegkonfigurieren. Ich kann das Menü wegkonfigurieren. Was können wir denn vielleicht mal machen? Die Overview-Map kann ich mal einmal aktivieren. Ich kann Alkes deaktivieren. Das wollen wir jetzt hier nicht haben. Search-Dropdown brauchen wir auch nicht an der Stelle. So, was können wir noch machen? Conditions of Use, ja. Wenn wir drucken, dann wollen wir den Nutzungsbedingungen zustimmen. Ja, und an Suchkatalogen lassen wir jetzt mal nur den Standardkatalog drin und die anderen schmeißen wir an der Stelle mal raus. So, das können wir speichern. Wenn wir jetzt hier zurückgehen, dann werden wir jetzt hier in der Ansicht das Hello Foskis-Projekt finden. Wir können jetzt sagen Anwendung aufrufen und wir bekommen jetzt die Anwendung aufgerufen. Hier oben sehen wir das Header-Logo, das ich jetzt gerade integriert habe von der Foskis. Und dann können wir vielleicht gerade noch einen Dienst konfigurieren. Ich hatte mir hier rausgesucht, dass Geobasis NRW einen Sentinel-2-Dienst zur Verfügung stellt. Den können wir an der Stelle mal integrieren. Ja. So, der liegt, habe ich schon mal hier vorbereitet. Dann sagen wir hier in der Kartenkonfiguration auch Konfiguration hinzufügen. Ich haue das an Code hier rein, nehme vielleicht gerade noch einen Namen hier mit zu. Die Konfiguration braucht hier nämlich auch einen Namen. So, und dann muss ich jetzt bestimmte Dinge angeben, Meta-Description beispielsweise. Dann ist hier konfiguriert, wie die Gruppe aufgebaut ist. Also ich habe hier die Layer-Gruppe und die Layer-Gruppe besteht aus den Layern, aus den drei Layern, die hier angegeben sind. Und die Layer wiederum sind hier konfiguriert. Was noch ganz schön ist, ich kann hier erstmal einen Layer konfigurieren, beispielsweise mit einer Feature-Info. Ich muss hier angeben, was ist die WMS-URL. Und dann muss ich das nicht mehr bei allen weiteren angeben. Ich kann hier sagen, was ist die Base.
und muss jetzt hier nur noch, also die Base ist jetzt hier der erste Layer, der Dumos S2 Info. Der übernimmt jetzt grundsätzlich erstmal die ganzen Informationen, die hier konfiguriert sind, und ich muss jetzt hier nur noch die abweichenden Informationen konfigurieren. So, das können wir also auch einmal speichern. Und wenn wir jetzt an das Foskes-Projekt zurückgehen, das müssen wir jetzt einmal neu laden. Dann können wir jetzt Themen hinzuladen und hier mal nach Sentinel suchen. Und dann haben wir jetzt eben neu die Sentinel 2 Autobilder hier integriert, die ich jetzt an der Stelle aufrufen kann. Ja, es macht jetzt keinen Sinn, dass jetzt hier an der Stelle auch wieder alle drei Layer zusammen aktiv sind. Wenn wir jetzt hier mal gucken, dann ist hier auch noch eine flächige Darstellung hinter. Deswegen könnte ich jetzt hier reingehen, wieder in das Projekt, nochmal nach der Sentinel-Konfiguration suchen, bearbeiten sagen, und dann könnte ich jetzt hier auch dieses Single Select hinzufügen, was wir beispielsweise bei dem Demografie-Thema zu Anfang gesehen hatten. Einmal speichern. Speichern geht übrigens auch per Steuerung S hier im Browser. So, wurde aktualisiert. Ich muss jetzt einmal neu laden. Und dann sehe ich, dass jetzt immer nur noch ein Thema aktiv sein kann. Dann kommen wir gerade noch zu den technischen Komponenten. Welche Frameworks, welche Software haben wir verwendet? Das Ganze basiert auf zwei Linux-Servern, einmal Test und einmal für die Produktion. Wir haben einen Nginx-Web-Server, einen Jetty-Servlet-Container. Das Ganze läuft auf einer PostgreSQL-Datenbank mit Postgres-Aufsatz. Zum Drucken nutzen wir Mapfish Print. Das Backend ist in Python programmiert, HTML, CSS, klar, mit dem Bootstrap-Framework. Für die Kartendarstellung nutzen wir ein Anol-Framework, was eine Mischung aus Angular, JS und OpenLayers ist. Seit neuestem ist Webpack dabei, und wie gesagt, gibt es gerade die Docker-Umsetzung. Ja, Nachnutzung ist ausdrücklich erwünscht. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir auf diesem Wege auch einen neuen Partner finden, mit dem wir zukünftige Entwicklungen vielleicht gemeinsam machen könnten. Das Ganze ist, wie gesagt, Open Source, unter einer Apache License 2.0 veröffentlicht. Hier nochmal der Link zum Quellcode Repository auf GitHub. Wir haben eine umfangreiche Dokumentation, die steht mittlerweile auch in einem GitHub Repository zur Verfügung. Können wir vielleicht noch einmal drauf gehen. Wenn wir irgendwelche Sachen wissen wollen, dann kann man hier auch simpel suchen. Wir hatten vorhin den Marker, den URL-Marker. Da kann man jetzt beispielsweise einfach mal suchen nach dem URL-Marker. Man bekommt es gleich gehighlightet. Okay, hier sehe ich URL-Marker. Und dann bekomme ich die ganzen Attribute, die ich für den URL-Marker konfigurieren kann, hier angezeigt und erläutert. Installationsanweisungen werden gerade auch noch erstellt, sodass es auf jeden Fall demnächst einfacher ist, auch mit der Dockerisierung, dass wir da den Client installieren können. Ja, Weiterentwicklungsziele, Dockerisierung, mehrfach angesprochen, gerade in Entwicklung. Als nächstes steht so ein bisschen an die Transparenzregelung der Kartenthemen. Das würden wir dann in dem Layerbaum sehen, dass man da für die einzelnen Themen auch eine Transparenz einstellen kann. Aktuell können wir das in der Konfiguration zwar beeinflussen, mit welcher Transparenz ein Layer angezeigt wird, es soll aber künftig auch der Nutzer selbst konfigurieren können. Dann wird es ein Statistikmodul geben, sodass wir auswerten können, welche Apps und Themen werden besonders häufig oder vielleicht auch gar nicht zugegriffen. Es muss eine Aktualisierung von Python 2 auf Python 3 umgesetzt werden. Ja, damals wurde es leider noch auf Python 2 umgesetzt. Da sind wir jetzt dran, das auf Python 3 zu migrieren. Es gibt noch so ein paar MapBender-Rückstände, da das ja damals auf eine MapBender-Datenbank angepasst wurde. Es sollen Unit-Tests erstellt werden, und es gibt auch Überlegungen, die SensorThings-API einzubinden. Ja, dann darf ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Hier vielleicht nochmal meine Kontaktdaten. Und ich freue mich auf Ihre Fragen und gebe zurück.
Ja, Marcel, danke für deinen schönen Vortrag. Leider wurde dein Vortrag eine Minute zu früh abgebrochen. Ich hoffe, da kamen nicht mehr so viele wichtige Informationen, wahrscheinlich deine Kontaktdaten, wie man mit dir in Kontakt treten kann. Und dann schauen wir mal, ob der Stream jetzt hier weitergeht. Aber ich bin da frohen Mutes, dass die Regie das alles wieder hinbekommen hat. Genau, es sind einige Fragen aufgetaucht, aufgeploppt und wir haben relativ viel Zeit, von daher können wir die, glaube ich, alle gut abarbeiten. Wir müssen mal gucken, die wurden natürlich auch ein bisschen gewotet. Du hattest am Ende erzählt, dass ihr quasi auch noch andere Partner bezüglich sucht. Deswegen vielleicht so die erste Frage. Gibt es weitere Städte, die die Lösung bereits übernommen haben? Ja, kann ich relativ knapp beantworten. Leider ist das noch nicht der Fall. Ja, deswegen freuen wir uns natürlich, wenn wir auf diesem Wege jemanden finden. Die ersten fanden es ja schon genial. Von daher schaut euch das GitHub-Projekt an, meldet euch bei Fragen und nutzt die Software. Genau, ich denke auch, wie gesagt, einfach Marcel anschreiben, Kontaktdaten hier auf der Konferenz vielleicht auch einfach anschreiben, wenn ihr direkt Fragen habt. Da ist Austausch natürlich immer gewünscht und gut. Noch eine Frage bezüglich Austausch, ist eine Kooperation bei der Entwicklung, eventuell sogar als Open Source Projekt geplant, haben wir quasi beantwortet. Denke ich mal, GitHub-Link hatte Mark Jansen auch gerade schon in den Chat gepostet und Marcel hat da gerade seine Kontaktdaten auch nochmal hingeschrieben. Dann gehen wir mal einfach die Fragen so ein bisschen durch. Wurde die Mapbender 2.7 Datenbank beibehalten? Vielleicht auch für einige interessant, die noch auf einem alten Mapbender unterwegs sind. Genau, wir haben damals die Mapbender-Datenbank übernommen, haben daran angegliedert, also zum Beispiel die Gruppen würden daraus übernommen und auch die User. Wir haben einige Datenfelder hinzugefügt und am Ende konnten wir dann einige Datenfelder auch wieder rauslöschen, aber grundsätzlich haben wir darauf aufgebaut, ja. Genau, das heißt, wenn man einen alten Mapbender 2.7 Client hat, wäre es auf jeden Fall möglich, eine Umstellung, sage ich mal, auf den Bielefeld Geo-Client vorzunehmen. Dann gibt es hier eine Frage bezüglich Routing. Wurde darüber nachgedacht, ein Routing für PKWs oder Fußgänger zu integrieren, zum Beispiel auf Basis von OSM? Gibt es ja mehrere Projekte, die das können. Ja, da wurde sich natürlich im Voraus auch drüber Gedanken gemacht. Wenn wir mal so ein bisschen zurückgucken zur Bielefeld-Karte, da wurde die damals tatsächlich extra so designt, dass die Daten, die da verwendet werden, routingfähig sind. Deswegen nutzen wir da auch OSM-Daten. Das heißt, die Bielefeld-Karte wäre an der Stelle routingfähig. Der Client selber kann es nicht. Und wenn Sie mich persönlich fragen, dann würde ich auch sagen, lassen wir das lieber raus mit dem Routing, weil wir überladen den Client. Und am Ende haben wir einen fetten Client, der viel zu langsam und träge ist. Wir wollen uns da auf die grundsätzlichen Eigenschaften irgendwie beschränken. Genau, ist natürlich auch mal die Frage, wo wird was eingesetzt. Genau, von daher alles gut. Eine Frage, die in der Präsentation eigentlich schon beantwortet wurde, ist eine Web-Oberfläche zur Konfiguration geplant. Wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es ja eine. Ja, ich Sind da noch möglicherweise, weitere sorry. Ausbauten gefragt oder sind da noch, ist irgendwas geplant, das noch weiter zu webinarisieren, wie auch immer man das nennt? Ja, also wir haben ja im Grunde die Web-Oberfläche. Ich glaube, die Frage kam an der Stelle, wo die YAML-Dateien gezeigt worden sind. Klar, die ganzen Apps und auch die Karten werden aktuell über YAML-Dateien konfiguriert und das wird in naher Zukunft auch sicherlich nicht geändert werden. So. Genau. Dann gibt es hier noch ein paar Fragen bezüglich Konfiguration, die wir einfach mal abarbeiten. Kann man OSM Kato als Standardhintergrund wählen? Ja, OSM Kato muss ich tatsächlich erstmal googeln, eben was genau damit gemeint ist. Scheint der Standard-Style von OSM zu sein, aber grundsätzlich ist es ja möglich, jeden WMS, jeden WMTS einzubinden. Von daher würde ich die Frage mal vorsichtig mit Ja beantworten, wenn Sie einen OSM-WMS zur Verfügung haben. Oder wahrscheinlich irgendwie ein Kacheldienst oder WMS, das müsste ja beides funktionieren.
Genau. Dann haben wir noch eine Frage bezüglich dem Druck, der auch zweimal gezeigt wurde. Der Druck mit Raster und Index ist sehr schön. Ist das Standalone nutzbar und welche Technologie steht dahinter? Ich weiß nicht, ob die letzte Folie mit der Technologie eben noch zu sehen war, mit dem Stack. Ich glaube ja, aber vielleicht erzählst du einfach was dazu. Ja, ich glaube, die technischen Komponenten hatten wir noch gesehen. Danach weiß ich tatsächlich auch nicht genau. Ich glaube, bei den Weiterentwicklungszielen sind wir abgebrochen. Von daher, die Technologie müssten wir gezeigt haben. Mapfish Print steckt dahinter. Standalone ist das, würde ich sagen, nicht nutzbar, sondern aktuell nur über die Software. Das Straßenverzeichnis wird wahrscheinlich im Backend über den Python-Code erzeugt. Und was ich vielleicht noch nicht in der Präsentation gesagt habe, wenn wir natürlich einen WMTS zur Anzeige nutzen, dann ist der WMTS vielleicht nicht immer perfekt dafür, ihn auch zum Druck zu verwenden. Und dafür können wir unterschiedliche Layer noch konfigurieren. Also wenn wir denselben Layer-Namen verwenden und nochmal einen Unterstrich Print dahinter hängen, dann weiß die Anwendung, okay, ich kann diesen Layer jetzt zum Printen, also zum Drucken verwenden, sodass dann irgendwie ein hochaufgelöster WMS da sicherlich bessere Ergebnisse liefert als ein WMTS. Genau, gerade wenn man natürlich nicht nur DIN A4 ausdrucken möchte, sondern vielleicht auch in Richtung, ich sag mal, DIN A2 geht, dann macht es ja auch Sinn, dass man da ein bisschen hochaufgelöstere Karten zur Verfügung steht, nicht, dass man nachher Pixelmatsch hat. Genau. Dann haben wir jetzt noch vier kleine Fragen. Kenne ich persönlich nicht. Wird KeyCloak als externe Nutzungsverwaltung genutzt? Kenne ich auch nicht. Habe ich gestern in einem Vortrag auch schon gehört. Von daher, nein, wird nicht genutzt. Wir haben eine eigene Nutzerverwaltung dahinter. Genau, auch quasi in dieser Web-Oberfläche, die du eben gezeigt hattest. Genau. Man könnte sich aber ja durchaus vorstellen, dass man irgendwie einen Nutzerbestand erstmal exportiert und dann in das Bielefeld-Geo-Client-User-Schema importiert. Sowas wäre ja durchaus denkbar, dass man da nicht komplett von Null startet. Genau. Kurze Anmerkungen, die gerade noch im Chat kamen zum Thema Mapfish Print. Mapfish Print kann natürlich standalone genutzt werden, das funktioniert, aber quasi das Rastern, sage ich mal, also die Rasterdarstellung und die Textdarstellung, wo was liegt, das ist fest im Bielefeld GeoClient integriert. Genau. Genau. Ist die Erfassung oder Änderung von Themendaten im internen Bereich geplant? Die Erfassung und Änderung von Themendaten im internen Bereich, das zielt wahrscheinlich auf das Digitize-Modul, also auf den Geo-Editor ab. Im Grunde denke ich, dass ich das einmal gezeigt habe mit der Erfassung von dem Demonstrationszug. Ja, es gibt die Möglichkeit, dass man über die Anwendung Daten erfasst. Das wird in der Datenbank abgespeichert. Ich habe dann einen Digitize-Layer, so nennt sich dieses Bielefeld-Geo-Client eigene Format und kann das dann wie ein WMS in die Projekte einbinden. Genau, die nächste Frage zielt, glaube ich, auch so ein bisschen auf eben diese Darstellung, dass man, wenn man was eingetragen hat, kann man auch Polygone darstellen, zum Beispiel Ansteckungen pro Kreis etc. Kann halt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kannst du ja quasi auch dann in den Digitize-Layer Polygone malen und die werden dann dargestellt. Ja, genau. Was man auch kann, ist ja zum Beispiel über PostGIS direkt Daten anbinden. Also wenn ich über PostGIS oder in einer Datenbank irgendwie einen Polygon-Layer habe, der sollte natürlich nicht so groß sein, weil die dann vektoriell hinzugeladen werden. Aber dann ist es durchaus auch möglich, Polygone so in der Karte als Vektordaten anzuzeigen. Genau, noch eine kleine abschließende Frage. Wir haben ja quasi gefühlt mit der MapBender 2.7 Datenbankfrage angefangen. Ich glaube, es war nicht ganz die erste. Dann schließen wir auch quasi die Fragerunde mit der MapBender 2.7 Datenbankfrage. Kannst du einschätzen, wie groß der Aufwand ist, wenn man quasi von MapBender 2.7 auf euren Client umsteigt? Müsste ich, glaube ich, raten. Kann ich nicht so sagen. Geht aber schnell. Genau. In dem würde ich sagen, im Zweifel an einfach nochmal den Kontakt suchen, vielleicht in den Code gucken, im Zweifel die Firma, den technischen Dienstleister vielleicht nochmal fragen, ob der da Erfahrungswerte hat, wie man das machen kann. Vielleicht einfach selber ausprobieren, je nachdem, wie technisch versiert man ist.
Um das Ganze anzugucken, hängt vielleicht auch ein bisschen davon ab, wie komplex die aktuelle MapBender 2.7-Instanz ist, die genutzt worden ist, wenn da noch irgendwelche Catalog-Dienste etc. dranhängen oder wenn es eine ganz einfache Installation ist, ohne irgendwelche Rechtevergabe. Dann wird sich das sicherlich deutlich unterscheiden, kann man wahrscheinlich sagen, von bis. Ja, wunderbar. Genau. Terrestris wird das sicherlich noch besser einschätzen können. Von daher macht es auch Sinn, die da mit ins Boot zu nehmen bei solchen Fragen. Ja, danke für deinen Vortrag. Danke, dass du uns noch hier bei der Fragerunde zur Verfügung stellst. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr dann wieder was vom Bielefeld GeoClient hören. Vielleicht dann von einer anderen Stadt, von jemand anderem, der vielleicht quasi über den neuesten Sachen erzählen kann.